Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar habe ich in unserem neuen Haus ein neues Babywäschensystem. Und das wollte ich euch heute auf jeden Fall einmal zeigen, weil ich wurde schon öfters gefragt, wie machst du eigentlich das mit der Babywäsche? Wäschst du sie? Sortierst du die direkt wieder in den Schrank ein? Oder wie machst du es eigentlich? Und das wollte ich euch heute einfach mal erzählen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, wie manche vielleicht wissen, haben wir dieses tolle System von IKEA. Und dieses System besteht aus diesem Windeleimer und drei kleinen Aufbewahrungskörbchen sozusagen. Und zwei von diesen Haken hier. Das kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall in unserem Haul auch mal sehen. Ich versuche euch das hier oben mal zu verlinken. Und ja, dieses Paket haben wir halt sozusagen. Und das hier ist eigentlich ein Windeleimer. Wir benutzen es aber als Wäschekorb. Ich finde es super praktisch, weil das hängt dann hinten am Wickeltisch dran. Und ja, man kann einfach die Wäsche nehmen, die man ausgezogen hat. Deckel auf und rein damit. Deckel zu. Es sieht kein Mensch, weil es ist einfach zu. Es ist einfach perfekt. Und ja, es sieht einfach immer ordentlich auf dem Wickeltisch aus, was ich super praktisch ist. Also der Wickeltisch war noch bei mir noch nie so ordentlich. Und allgemein die Babyecke war noch nie so ordentlich. Also wirklich wunderschön ist das. Ich finde dieses System sehr praktisch. Es gibt einige Reborn-Mütter, die machen das, dass sie eine kleine Kiste haben unter dem Wickeltisch oder so. Finde ich auch sehr praktisch. Ich habe mir aber gedacht, okay, das ist doch eine sehr gute Idee, weil ich halt sowieso für diesen Mülleimer, das ist ja eigentlich ein Mülleimer, hätte ich keine Verwendung gehabt. Und ja, deswegen hätte ich nur die Verwendung als Wäschekorb sozusagen. Ja, hier ist jetzt ein proppevoller Wäschekorb. Bis oben hin. Und deswegen ist es auch nötig, dieses Video zu drehen, weil das ist das erste Mal, dass ich den jetzt ausleere. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie ich das denn so in Zukunft handhaben werde. Wir können den Deckel ganz einfach abnehmen, das ist kein Problem. Und dann haben wir hier die Wäsche. Die kippen wir jetzt mal aus. Zack, zack, zack. Da passt wirklich so viel rein. Also was hier gerade liegt, ist wirklich unglaublich. Und ja, Wäschekorb können wir dann wieder ganz normal zumachen. Und hier mit diesen Haken an unseren Haken hängen. So, und dann sind wir ihn schon mal los. Hängt er wieder an seinem Haken. Und hier haben wir jetzt die ganze Wäsche. Schaut euch das hier mal an. Also das ist wirklich. Da passt wirklich sehr viel rein, finde ich sehr gut, weil man das dann nicht so oft machen muss. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's an Zusammenlegen und dann geht's wieder ab in den Schrank damit. Wir haben hier einige Sachen, die Mel halt anhatte. Eigentlich nur Mels Sachen. Im Moment kann er nur Mel Sachen anziehen. Ja, die Sachen werden wir jetzt ordentlich zusammenlegen. Und dann kommen sie wieder in den Schrank. Ich sortiere das jetzt so ein bisschen nach. Was ist, also hier kommen jetzt hinten die Bodies hin bei euch. Das heißt, ich werde jetzt zuerst immer die ganzen Bodies zusammensuchen. Und dann haben wir noch einen kleinen Haufen für Mützen. Ich hatte doch hier gerade noch irgendwo eine Mütze. Hier ist noch eine Mütze. Die brauchen wir ja nicht zusammenlegen. Die kommen bei mir nur in einen Korb. Hier haben wir noch eine Mütze. Und haben wir noch irgendwo eine Mütze. Hier haben wir noch eine Mütze. Ja, und das war's auch schon. Dann sammeln wir jetzt erstmal die ganzen Bodies zusammen. Machen wir alle ordentlich, machen wir hinten zu. Dann werden sie zusammengelegt. Und dann kommt es alles wieder in den Schrank. Also, ich kann auch ein bisschen was zur Wäsche sagen, also zum Waschen. Ich wasche die Babysachen einmal im Jahr komplett einmal durch, alle auf einmal. Das finde ich reicht vollkommen, weil die Babys schwitzen nicht, sie machen nichts dreckig. Was nur an Dreck rankommt, kann nur von mir kommen oder halt Staub oder irgendwas anderes. Das heißt, das ist eigentlich nie dreckig und deswegen brauchen die auch, finde ich, nicht öfters gewaschen werden.
Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Also, wie oft wäscht ihr eure Wäsche? Wie macht ihr es am Wickeltisch? Tut ihr es direkt wieder in den Schrank oder so? Interessiert mich wirklich, weil ich habe bis jetzt halt nur zwei Meinungen davon gehört und zwei Handhabungen damit. Und irgendwie hat mir das nicht so ganz gefallen von, also diese Art von Handhabung damit. Und deswegen habe ich mir jetzt halt so was Eigenes, Kleines überlegt. Das gibt's bestimmt auch. Ich kenne halt nur Muttis, die diese Aufbewahrung wirklich nur benutzen. Also die den Windeleimer als Windeleimer halt. Aber ich dachte mir halt, weil ich halt hier keinen Müll produziere am Wickeltisch, brauche ich dann auch keinen Windeleimer wirklich. Also finde ich, ist dann unnötig irgendwie. Ich hätte ihn nicht andersweitig benutzt. Und ich glaube auch, also ich würde ihn persönlich auch nicht als Windeleimer nehmen, weil das fängt natürlich sehr schnell an zu stinken dann. Und also wenn man halt jetzt halt echte Windeln hat, ne? Fängt es sehr schnell an zu stinken. Und ich finde dann, ja, dann sollte man einen anderen Windeleimer nehmen, der entweder qualitativ hochwertig ist, von hier den Diaper Champ zum Beispiel, von dem bin ich begeistert, den hatten wir bei meinem Bruder und ach, ich bin davon nur begeistert. Also wir hatten den selber hier zu Hause und es ist wirklich ein toller Windeleimer. Da riechst du gar nichts. Du kannst da tausende Windeln reinpacken, weil der so groß ist und kannst eigene Müllbeutel reintun, weil er halt, er braucht halt keine Einsätze. Es gibt ja ganz viele Windeleimer, die brauchen diese Einsätze und der Diaper Champ eben nicht. Da kannst du eine ganz normale Mülltüte reintun, aber er stinkt halt nicht. Du kannst auch kleine Duft wie nennt man das? Kleine Duftteile halt kaufen. Und dann kannst du das halt auch, ja, wie nennt man das halt? Kannst du da reinhängen, so ein Duftteil, und dann, ja, riecht es auch nicht mehr. Riecht es halt nach diesem Duft. Falls es denn zu stark riecht, ist, aber eigentlich stinkt es nicht. Also, ich habe da wirklich nur gute Erfahrungen mitgemacht und habe da auch sehr viel Gutes drüber gelesen. Und ja, bin auf jeden Fall sehr begeistert von Diaper Champ. Es gibt natürlich auch von Angel Care ganz viele und ja, es gibt natürlich tausende Windeleimer. Ich würde diesen nicht empfehlen von Ikea hier, weil da riechst du alles durch. Das, nee, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Und deswegen finde ich die Idee als Wäschekorb sehr passend, finde ich. Auch wenn man jetzt eine normale, echte Mutter ist mit einem echten Kind, finde ich das als Wäschekorb auch wirklich ausreichend, weil ich, wenn ich jetzt sehe, was ich hier gerade alles zusammengelegt habe an Wäsche, ist es, glaube ich, mal eine Ration von 3 Tagen, 4 Tagen von einer echten Mutter. Und ich finde, das geht dann. Also ich schätze so 3 Tage. Und ja, ich finde, das ist dann okay, wenn man dann in 3, 4 Tagen den Wäschekorb ausleert und dann das halt waschen kann. Genau. So, meine Lieben, ich habe jetzt alles zusammengelegt. Jetzt hier ein paar Sachen, die noch auf den Bügel müssen. Deswegen hole ich jetzt mal kurz Bügel. So, hier sind meine Bügel und jetzt habe ich hier noch eine Jacke, die wird aufgehängt. Und dann zeige ich euch gleich mal, was da so jetzt rausgekommen ist aus dem Wäschekorb. So, hier haben wir eine Jacke. Dann haben wir noch einen Schlafanzug von der Mel. Der wird auch einmal aufgehängt. So, die Sachen hänge ich halt alle auf, aber ein Schrankvideo, also zu unserem Schrank, kommt auf jeden Fall auch noch, damit ihr auch wisst, wie ja, unsere Aufbewahrung so ist im Schrank jetzt. Ich hatte ja vorher keinen wirklichen Schrank für die Babys und jetzt haben wir einen, was viel besser ist. Ich würde es jedem empfehlen, einen Schrank zu haben. Man ist viel ordentlicher, es macht viel mehr Spaß. Ich hatte damals einfach keine Lust, die Sachen rauszuholen. Deswegen habe ich die Babys so selten umgezogen. Das ist natürlich so schade. Und deswegen bin ich sehr glücklich jetzt mit meinem neuen Schrank. Und dann seht ihr hier mal, was ich alles zusammengelegt habe. Also hier haben wir die 3 Sachen, die auf den Bügel kommen. Ein Strampler, eine Jacke und einen Schlafanzug. Hier haben wir die ganzen Bodies. Und das hier hinten, was hier hinten so liegt, also das hier und das hier. Das hier gehört dem Emil. Das habe ich extra zurechtgelegt, dass ich das nicht in meinen Schrank einsortiere, sondern dass Kimi das wirklich wiederbekommt.
Hier habe ich das Coming-Home-Outfit von unserem Bauchzwerg, was ich gerade für ein Video brauchte. Das heißt, es liegt hier noch, werde ich aber auch gleich wegräumen. Und hier sind Sachen, die wir verkaufen. Die muss ich in meine Verkaufskiste tun. Also nicht wundern, was da jetzt so rumliegt. Hier sind die Mützen. Das sind 4 Stück. Einfach mal so. Das sind sogar 5. Weil man manchmal einfach Mützen braucht. Und hier sind Hosen. Hier sind halt die Bodies. Und das Ganze, dieses 4 Haufen war jetzt da drinne. Und finde ich wirklich super. Also der Windeleimer hängt halt hier. Also unser Wäscheeimer halt. Hängt halt hier. Super praktisch, kann man hier einfach reintun, stört keinen, sieht super schön aus, finde ich. Und ja, ich bin einfach super glücklich damit. Und ja, das ist jetzt sozusagen unser Wäscheritual gewesen. Ich wollte es einfach mit euch teilen, damit ihr vielleicht auch ein paar Ideen mitgreifen könnt und so. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, einen Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.